Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar mit Risen. Ja, ich habe schon angefangen, Risen 2 zu Let's Playen, allerdings habe ich die Videos noch nicht hochgeladen. Drum... Und das aus diesem Grunde, da ich es mir doch anders überlegt habe, dass ich zuerst Risen 1 mit euch Let's Playen werde. Und dann werden wir gemeinsam Risen 2 Let's Playen. Drum wundert euch nicht, wenn ich irgendwann, wenn ich hier mit diesem Let's Play fertig bin und Risen 2 Videos hochlade, dass dann kommt, ja, ich werde Risen 1 erst nach Risen 2 Let's Playen. Das ist so nicht der Fall. Ich werde es parallel Let's Playen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Und ja, also nicht wundern, ich werde es parallel aufnehmen. Risen 1 habe ich selber schon mal durchgezockt. Und Risen 2 noch nicht. Drum werde ich jetzt einfach parallel aufnehmen. Da kann ich euch bei Risen 2 schon ein bisschen was über Risen 1 erzählen. Und ja. Also nicht wundern. Und jetzt schauen wir uns dann erstmal das Intro an. Wenn er denn fertig wird mit Laden. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Ja, wo zum Gürger befinden wir uns denn? Wir befinden uns bei Let's Play Risen. Ja, hahaha. Und ja, wir sind jetzt also gestrandet. Die Frage ist allerdings, was wir jetzt machen. Als erstes sammle ich mal hier die Goldmünze ein. Da haben wir schon mal eine Goldmünze gesammelt. Wow, Mann. Und da liegt ein Ertrunkener. Was hat er denn so dabei? Er hat Goldmünzen, Ring und Grog dabei. Das nehmen wir einfach mal alles mit. Und hier liegt noch ein Angeschwemmter mit einem Hering. Das nehmen wir auch mal mit. So. Und ich muss mal kurz den Ton bei mir ein bisschen lauter stellen, weil ich höre den sonst nicht. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns noch mal ein bisschen hier am Strand um. Da liegt noch eine Goldmünze. Und ein Grog. Ja, Mann. Eine Muschel. Rum. Und ja, Quicksave, also nicht Quicksave, sondern automatisches Speichern war das jetzt gerade. Und ich glaube, da gehe ich erstmal noch nicht hin. Moment, ich kann nicht hier irgendwie, nee, hüpfen wollte ich jetzt gerade nicht. Irgendwie konnte man doch, ah ja. So, das ist mir ein bisschen zu nah. So ist doch perfekt, die Kamera einstellen, würde ich mal sagen. Da haben wir noch eine Goldmünze. Mensch, hätten wir ja gleich reich am Anfang. Und den Knüppel nehmen wir mal mit. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie... Nee, das war falsch. Wie kam ich denn ins Menü?
Wie kam ich ins Menü? Ach, wo ging denn das? Jetzt. Nee, auch wieder falsch. Ach, nach oben. Alles klar. So, dann rüste ich mir mal den Knüppel aus. Und dann würde ich sagen, probieren wir doch gleich mal gegen dieses Viech zu kämpfen. Na, los, greif schon an. Tja. Na, das hat ja super geklappt. Hungriger Seegeier, nehmen wir mal den rohen Bollen mit. Und da ist noch ein Angeschwemmter mit seinem Apfel und einer Hornmuschel. So. Hier vielleicht noch irgendwas Interessantes. Eine Muschel. Ach, komm. Ah, komm. So. Waren wir jetzt schon zwei rohe Bollen. Ja. Hier liegt noch eine Muschel, oder? Ja. So. Und dann laufen wir einfach mal weiter. Und schauen, ob wir noch irgendwas Wichtiges oder Interessantes hier finden. Und ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich in dem Let's Play zu schaffen, also möglichst alles zu erkunden. Drum wird sich dieses Let's Play wahrscheinlich auch über mehrere, naja, mehrere hundert Folgen will ich jetzt mal nicht sagen, aber es könnte bestimmt, ja, mehr als 100 werden es bestimmt. Da ist noch eine Goldmünze. Liegen da etwa noch Muschel? Na, liegen da etwa noch eine Muschel? Jo. Dann. Und dann muss ich noch dazu sagen, ich nehme es jetzt nicht in 1080i auf, sondern 720p, und ich werde einfach mal schauen, ob es dann trotzdem bei YouTube in HD angezeigt wird. Weil bei 1080i habe ich festgestellt, dass manchmal bei schnellen Bewegungen das verwischt, und darum will ich es einfach mal in 720p bei der Aufnahme probieren. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Wenn es nicht in HD dann bei YouTube sein soll, dann nehme ich wieder in 1080i auf. Dann muss ich halt mit diesem Verwischen leben. Und wir haben, glaube ich, gerade ein Jagdmesser gefunden. Und das rüste ich doch dann gleich mal aus, weil das ist ja besser als so ein Knüppel. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, auch alles gefunden. Oder ist da noch eine Muschel? Jo. So, dann haben wir jetzt hier alles gefunden. Und dann gehen wir mal zu dieser Angeschwemmten da vorne. Ich muss zugeben, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr alles. Darum wird das auch an manchen Stellen noch blind sein. Wen haben wir denn hier? Sarah. Sie atmet noch. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Aber du hast dich ja schon bewaffnet. Gut, wenn du bereit bist, sollten wir direkt aufbrechen. Je eher wir Wasser und Nahrung finden, umso besser. Ja, dann würde ich mal... Nee, warte erst nochmal. Ich will mich erst noch ein bisschen umschauen, da ist noch ein Knüppel. So, wir schauen uns erstmal hier noch ein bisschen um. Weil es ist ja sehr wichtig, am Anfang gleich ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Und... eine Mana-Pflanze, die nehmen wir natürlich mit. Hier hinten noch irgendwas. Ein Pilz. Da ist noch ein Pilz. Und ein kleiner Heiltrank.
Ein rostiges Schwert und ein kleiner Schild. Ja, das geht ja schon mal gut los. Das rostige Schwert hat 10 und das hat 12. Okay, aber den kleinen Schild kann ich mir ausrüsten. Und... sonst noch irgendwas? Da haben wir noch eine Mana-Wurzel und da ist auch noch was. Ein Grünblatt. Also ich werde hier auch alles schön einsammeln, weil das kann man ja später alles verkaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich auch ein bisschen auf Alchemie skille später, damit wir uns auch kleine Tränke brauen können. Nicht Tränke. Tränke mit Tee. Mein Gott, was rede ich denn hier? So, dann haben wir hier noch irgendwas. Also. Hier ist auch nichts. Da drüben? Nee. Stabiler Ast. Ja, Mana-Pflanze. Speichern, okay. Bevor ich da reingehe, speichere ich jetzt mal schnell. Spiel speichern. Erstellen. Und wir nennen uns... Let's... Ja, ist jetzt egal, ob das jetzt... machen wir denn... Ach, da mache ich es doch richtig. Ach, Symbole gehen hier nicht. Okay, dann... Let's play. Fertig. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal unsere Waffen und begeben uns mal hier in die Höhle. Was war das denn jetzt gerade? Na komm. Tja. So. Ja. Mann, wieso ist denn der so... Der ist ja ganz schön. So, jetzt bist du auch noch dran hier. Na komm, komm, komm. Wirft er mich hier mit Vasen ab, oder wie? Und... Ja. So. Was hat er denn dabei? Einen Knüppel. Goldmünze und gebratenes Fleisch. So, dann hole ich mir das von den anderen natürlich auch noch. Eine Sichel... Goldmünze, Jagdmesser und dann war da noch ein Gnom, oder? Ja, 3 Gold. Da hat er nicht noch eine Waffe dabei gehabt? Nee, okay, dann nicht. So, dann, was haben wir hier? Eine Seemannskiste. Wie viel Gold sind das? Keine Ahnung, kann ich jetzt gerade nicht lesen. Egal, Wein und 2 Fackeln. Ja, das geht doch gut los, würde ich mal sagen, schon am Anfang. Und Feuer. Kann ich da schon was machen? Ich brauche eine Pfanne. Ah, okay. Heilkraut. Da sind noch schon wieder Gnome. Moment, da speichere ich jetzt gleich mal schnell. So. Waffe ziehen. Und dann, kommt mal her. So, das wäre erledigt. Die haben dann die Raupen auch gleich mal wieder ein bisschen aus.
Sichel